Andalusia, Kapitel 4. Aiden verließ das Zimmer des Direktors und blickte auf die Karte hinab, welche man ihm gegeben hatte. Ein paar Minuten studierte er diese und kratzte sich dann am Kinn. Was sollte er denn damit anfangen? Hier lang, hier lang, rief Irrlicht und schwebte in einen der Gänge. Nicht da lang, erklärte Aiden und wank das farbige Licht wieder zurück. Er hatte keine Ahnung, wo er hin musste, aber Irrlicht hatte sicherlich auch keine Ahnung. Daher war es nicht ratsam, diesem zu folgen. Er befand sich hier in der Eingangshalle und soweit Raiden ihm erklärt hatte, gab es ein Haus mit Aufenthaltsräumen, von dem aus die Häuser der Schüler abgingen. Die Aufenthaltsräume waren hinter dem Schulgebäude. Aiden seufzte und sah sich um. Da war das große Eingangstor, zu dem er hineingekommen war. Das hieß, er musste in die andere Richtung. Also drehte er sich um und schritt auf die Tür zu, die ein wenig versteckt am Ende eines Ganges lag. Diese öffnete er und fand sich draußen wieder. Die Sonne mit ihrem roten Licht blendete ihn kurz, doch Aiden gewöhnte sich sehr schnell daran und lief den Weg zwischen den Säulen entlang. Dann öffnete er eine weitere Tür und fand sich in einem größeren Raum wieder, in dem es einen großen Billardtisch und ein Dartspiel gab. Es gab zudem einige gemütlich aussehende Sofaecken und einen Kühlschrank. Tische und Stühle waren auch vorhanden, aber es gab keine Schüler hier. Aiden fragte sich, wieso. Vielleicht waren sie auf einer anderen Etage. Aiden zuckte die Schultern. Jetzt musste er nur noch schauen, welchen Ausgang er nehmen musste. Das Geräusch einer Tür, die sich öffnete, ließ ihn den Kopf drehen. Er entdeckte eine junge Frau mit Haaren, die auffälliger gar nicht gingen. Die eine Hälfte war hellblau und die andere pink. In Verbindung mit der dunklen Haut, die an bittere Schokolade erinnerte, war ihr Aussehen einzigartig. Sie drehte sich zu ihm um und ihre tiefvioletten Augen blickten ihn einige Zeit musternd an, ehe sie lächelte. Da du hier so verloren rumstehst, keinen Schuhmantel trägst und den Zettel und Schlüssel in der Hand hältst, musst du wohl neu sein. Wenn du dein Zimmer suchst, da musst du durch diese Tür. Nach der Zimmernummer ist dein Zimmer im dritten Stock auf der Westseite. Ein hübsches Zimmer mit Ausblick auf die Arena, erklärte sie und lächelte verschmitzt, wobei ihre Stimme einen eigenartigen, angenehmen Klang hatte. Aiden starrte sie an und blinzelte. Shivana lachte leicht und meinte dann, entschuldige, dass ich dich so überfahre, ich wollte dich nicht kränken, meinte sie, was Aiden erneut blinzeln ließ. »Das hast du nicht«, versicherte Aiden und trat mit einem charmanten Lächeln auf sie zu. »Tatsächlich muss ich dir danken. Ich hatte nur nicht erwartet, eine so schöne Frau hier vorzufinden«, erklärte er und dachte dabei an den Direktor. Erst recht nicht, nachdem er den Direktor kennengelernt hatte. Die Frau lächelte ähnlich charmant zurück. »Gleichfalls«, meinte sie und wirkte ein bisschen verwirrt, als Aiden ihre Hand nahm und diese küsste. »Ich bin Aiden«, stellte er sich vor. »Mein Name ist Shivana, aber Freunde nennen mich Shiva«, erklärte sie. »Soll ich dich auf dein Zimmer begleiten?« wollte sie wissen und blickte Aiden tief in die Augen. »Gern«, erwiderte dieser und ließ Shivana sich bei ihm einhaken. »Über dich wird viel gesprochen«, erklärte die Frau auf den Weg. »Es heißt, du bist ein Prinz. Nach deinem Verhalten, der Art, wie du gehst und sprichst, würde ich sogar auf Thronfolger tippen«, sagte sie mit einer Stimme, die an Aiden hängen blieb wie Sirup. »Ich habe nicht erwartet, dass jemand wie du auf diese Schule kommt. Ich meine, diese Schule«, sie machte eine Handbewegung, welche die Umgebung einschloss, »ist nun wirklich nichts, wo man freiwillig herkommt«, fügte sie hinzu. »Da hast du wohl recht.« Aiden blickte ein Stück zu ihr hinab. »Wieso kommst du auf diese verrückte Schule?«, fragte der Blonde vorsichtig nach. Shivana schwieg und wurde ruhig. »Lange Geschichte?«, fragte Aiden, dem sein Fehler bewusst wurde. Warum hatte er das gesagt? So gedankenverloren platzte er doch sonst nicht mit seinen Gedanken heraus. Aiden wollte gerade das Thema wechseln, als ihm Shivana doch antwortete. »Ich bin nicht ganz normal«, erklärte die Frau mit der dunklen Haut in einer ruhigen Tonlage, als würde sie das nicht weiter stören. »Wer ist das schon?«, antwortete Aiden, was Shivana zu ihm aufsehen ließ. Sie fand diesen Mann wirklich interessant. Doch nicht für heute Abend. »Wir sind da«, erklärte sie schließlich und blieb vor einer Zimmertür stehen. Aiden nickte dankend. »Es freut mich, dich kennengelernt zu haben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder«, sagte er und zwinkerte ihr zu. Shivana schmunzelte leicht. »Das werden wir sicher. Komm in die Bar, wenn ich singe«, schlug sie mit einem Lächeln vor, das genug Feuer enthielt, damit Aiden sich fragte, was sie eigentlich wollte. »Ich wünsche dir eine gute Nacht«, meinte sie und drehte sich elegant um zu gehen, hielt aber dann inne. »Ach ja, dein Irrlicht hat sich wohl in den Gängen verlaufen.« Damit zeigte sie auf ein Fenster, hinter dem farbige Punkte zu erkennen waren. Es waren einige der Lichtkugeln der Schule. »Ich glaube nicht, dass er dorthin gehört«, meinte sie und lief dann mit schwingenden Schritten davon. Aiden trat an das Fenster heran und blickte hinaus. Dort waren tatsächlich mehrere Lichtkugeln, inklusive seinem Irrlicht. Der blonde Mann seufzte. Warum hatte er Irrlicht nur mitgenommen? Während sich die meisten Schüler bereits ähnlich wie Aiden auf ihre Zimmer zurückzogen, war in der Sporthalle, die sich unter der Arena befand, noch immer etwas los. Talia, Yuzua und ein junger Mann mit gelbgrünen Augen und beigebraunen Haaren, der auf den Namen Moroi hörte, hatten sich auf dem Spielfeld versammelt. Sie alle trugen lockere Kleidung, die perfekt für Sport geeignet waren. »Heute spielen wir Völkerball«, erklärte eine Frau mit muskulöser Statur, deren rotes Haar an den Seiten rasiert war.
Den Rest ihrer Haare trug sie als langen Zopf zusammengebunden. Ihre Augen waren zweifarbig, das rechte blau und das linke grün, was sie ein wenig merkwürdig wirken ließen. Dennoch mochte Yuzua sie. Malphagia war eigentlich die Lehrerin für Weltenlehre, doch in ihrer Freizeit leitete sie den Sportclub und seit neuestem auch das Waveball-Team. Auch wenn die Lehrerin als sehr wissbegierig galt, so war sie doch eine sehr sportliche Frau, was sie immer wieder unter Beweis stellte. »Völkerball?« fragte Talia ruhig. Davon hatte die Nachtelfe noch nie gehört. Malphagia nickte. »Das ist ein Spiel der Menschen. Ich erkläre euch kurz die Regeln«, meinte die Rothaarige, die selbst ein magisch begabter Mensch war. Außerdem war sie eine Forscherin, die sich die meiste Zeit am Tag mit Alchemie beschäftigte. Dennoch hatte sie es zu schätzen gelernt, wenn sie am Abend Sport trieb. Auch außerhalb des Schulclubs. Es war ein angenehmes Gefühl, wenn am Ende des Tages der Geist ruhen konnte. Während sie ihren drei Schülern die Regeln von Völkerball erklärte, konnte sie sehen, wie Moroi ihre Worte abwog. »Warum wollen Menschen sich mit Bällen abwerfen?«, fragte er. Für ihn war das Leben hier so ganz anders, als er es bisher gekannt hatte, und noch immer war er nicht richtig hier hineingewachsen. Er war aufgewachsen mit dem Wissen, dass er ständig ums Überleben kämpfen musste. Für ihn war es alltäglich geworden, zu töten, um zu überleben. Doch seit er auf diese Schule ging, war alles anders. Selbst nach den 5 Jahren war er noch nicht ganz aufgetaut. Daher verstand er auch nicht den Sinn von diesem Spiel. Dennoch gab er sich Mühe, auch wenn er lieber für sich war. Menschen spielen es zum Spaß, aber auch um ihre Schnelligkeit und Wendigkeit unter Beweis zu stellen, erklärte Malphagia, die es mochte, Wissen zu vermitteln. Sie diskutierte sehr gern mit ihren Lehrerkollegen, vor allem mit Zirkon, Misaki und Luvatia machte es Spaß. Auch Kedos, der Lehrer für Politik und Mathe, war an den Diskussionen gerne gesehen. So konnte sie neue Dinge lernen, die nicht selten über die Alchemie hinausgingen. »Das macht Spaß«, fragte Yuzua, doch eher skeptisch, während sie ihren Fingernagel leicht mit den Zähnen bearbeitete. »Menschen sind komisch«, bemerkte Talia schon fast desinteressiert, obwohl sie sich freute, den Sport auszuprobieren. Sie war gespannt, wie es war, mal ein Spiel zu spielen, das nicht unbedingt darauf ausgelegt war, die körperlichen Fähigkeiten zu schulen. »Gut, dann lasst uns anfangen«, meinte Malphagi und griff nach dem Ball. Lilith kam gerade aus dem Bad und ihre Haare waren in ein weißes Handtuch gewickelt, während sie selbst einen weißen Bademantel trug. Shaiye saß auf dem Sofa ihres Gemeinschaftsraumes und steckte ihre Nase in ein Buch. Vor ihr eine dampfende Tasse Blutwein, eine besondere Sorte mit dem Namen Bloodlust. Es war ein teurer Blutwein, der zur Edelmarke Noble Knight gehörte. Sehr teuer und eigentlich nur etwas für wirklich reiche Leute. Shaiye hätte ihn sich nicht leisten können, doch Lilith hatte ihn ihr zum Geburtstag geschenkt. Woher die Weißhaarige diesen hatte oder das Geld für diesen Blutwein, konnte Shaiye gar nicht sagen. Dennoch genoss die Vampirin den Geschmack und auch den Geruch sehr. Es hatte schon seinen Grund, warum es sich um eine Edelmarke handelte. Shaiye legte das Buch zur Seite, nachdem sie eine Seite markiert hatte, und griff nach dem Blutwein, um einen Schluck zu nehmen. Lilith wollte sich gerade auf das Sofa setzen, um ebenfalls ihren Tee zu trinken, als es an der Tür klopfte. Shaiye und Lilith blickten sich kurz an. »Erwartest du jemanden?«, fragte Lilith, und die Vampirin schüttelte den Kopf. »Nadehiko?«, rief Lilith, und eine Geisterfrau kam durch die Wand geschwebt. Man konnte so sie hindurch die Wand erkennen, doch es war deutlich zu erkennen, dass diese Lilith fragend anblickte. »Erwartest du jemanden?«, wollte die Banshee wissen, doch auch Nadehiko schüttelte den Kopf. Lilith seufzte und trat auf die Tür zu, um zu schauen, wer draußen stand. Sie hatte schon fast damit gerechnet, einen Schüler vorzufinden, doch als sie die Tür öffnete, war keiner da. Wie sie diese Schüler mit ihren Klopfstreichen doch hasste. Sie wollte die Tür gerade wieder schließen, als sie auf dem Boden etwas bemerkte. Es war eine viereckige Verpackung. Darauf lag ihr weißes Armband, das sie schon seit ein paar Stunden vermisste, zusammen mit einer kurzen Notiz, auf der lediglich »Entschuldigung« stand. Liliths Lippen verzogen sich zu einem erfreuten Lächeln, als sie die Schachtel anhob und hineintrug. »Wer war es?«, fragte Shaiye. »Weiß nicht«, antwortete Lilith, obwohl sie es sehr genau wusste. Die Notiz und ihr Armband ließ sie verschwinden, bevor sie die Schachtel auf den Tisch stellte. Dann hob sie den Deckel und zum Vorschein kam ein lecker aussehender Kuchen. Shaiye wirkte überrascht. »Hast du etwa einen Verehrer?«, wollte sie neugierig wissen, aber auch skeptisch. Sie war sich nicht wirklich sicher, ob es ratsam war, diesen Kuchen zu essen. Was, wenn er vergiftet war? Lilith schmunzelte. »Nicht wirklich, aber ich bin mir sicher, der Kuchen schmeckt lecker. Los, hol uns eine Gabel«, erklärte Lilith, und an ihrer Stimme war zu hören, dass sie dem Kuchen gegenüber überhaupt keine Skepsis hegte, was selten war, und Shaiye zeigte, dass sie sehr genau wusste, wer ihn hergebracht hatte. Also sprang sie auf und huschte in die Küche, um mit 2 Gabeln zurückzukommen. Eine reichte sie Lilith, ehe sie sich mit der anderen über den Kuchen hermachte. Lilith sollte recht behalten, er war verdammt lecker. Als die Sonne schon längst untergegangen war, war an der Badeschule noch immer einiges los, auch wenn es langsam weniger wurde. Viele mussten am Morgen früh raus. Die Bar war ein recht gemütlicher Ort mit einer großen Tanzfläche und Live-Musik.
Aktuell hatte sich eine neue Schülerin auf die Bühne gestellt. Ihre Haare hatten ein auffälliges Pink, das zu ihren violetten Augen passte. Aiden, der sich entschlossen hatte, die Bar am Abend ebenfalls zu besuchen, um neue Leute kennenzulernen, starrte sie schon die ganze Zeit an. Ihm war so, als würde er sie kennen. Diese dunkle Haut und die violettfarbenen Augen. Aber hatte Shiva nicht zweifarbiges Haar gehabt? Das verwirrte Aiden ein wenig, und noch mehr verwirrte es ihn, dass ihre Stimme ihn so anzog, aber nicht so sehr wie vor wenigen Stunden. Ihr Gesang war leicht und hatte etwas sehr Tiefgründiges, das auch viele andere zu berühren schien. Vor allem die weiblichen Besucher der Bar waren Feuer und Flamme. Der Blonde zog sich ein wenig zurück und versuchte, seinen Blick möglichst nicht zu der Gruppe von Vampiren gleiten zu lassen, die sich am anderen Ende der Bar sammelten. »Hier, dein Trink«, erklärte die junge Frau hinter der Theke. Ihre Augen waren komplett schwarz, was Aiden noch nie gesehen hatte, dennoch fand er sie sehr schön. Das schwarze Haar war leicht gewellt und verlieh ihr einen unschuldigen Eindruck. Aiden schenkte ihr ein charmantes Lächeln, was Cassandra dazu brachte, es zu erwidern, obwohl es gar nicht ihre Art war. »Vielen Dank«, sagte Aiden, und seine Stimme hatte etwas an sich, das Cassandra von der Sängerin zu ihm blicken ließ. Mit einem musternden Blick stellte sie fest, dass er wirklich schön war. Das leicht gelockte Haar gab ihm etwas Verwegenes und die rote Brille auf seiner Nase unterstrich seinen Charme nur noch. »Du bist neu hier«, stellte Cassandra fest und fragte sich, warum sie ein Gespräch begann. Normalerweise war es so, dass man ihr die Gespräche aufdrängte, weil viele der Meinung waren, als Barkeeperin wäre sie dafür da. Doch heute war es anders. Sie folgte einem Drang, der sie dazu brachte, mit diesem Fremden zu reden. »Ja«, stimmte Aiden ihr freundlich lächelnd zu. »Ich bin Aiden. Und darf ich auch den Namen der schönen Frau erfahren, die sich die Mühe gemacht hat, mir eine extra Scheibe Orange an das Glas zu stecken?«, fragte er mit diesem einnehmenden Lächeln zurück, das Cassandra nun völlig in seinen Bann zog. »Cassandra«, erwiderte sie und wurde ein wenig rot um die Nase, »was war nur mit diesem Mann los, dass er sie so aus der Bahn brachte?« Sie wollte gerade noch etwas sagen, als sie sah, wie Aiden plötzlich erstarrte und weiß wurde. »Hey Cassie, deine Schicht ist rum, ich übernehme das hier«, erklang die Stimme von Victor, der wahrscheinlich gerade aus dem Café kam. Er arbeitete sehr viel und war eigentlich fast überall anzutreffen. Cassandra würdigte ihn keines Blickes, stattdessen musterte sie Aiden und musste feststellen, dass sie besorgt war. »Alles in Ordnung?«, fragte sie ihn deshalb vorsichtig, doch der Blonde war weiterhin wie erstarrt und blickte mit seinen geweiteten saphirblauen Augen auf Victor. Cassandra runzelte die Stirn und entschied dann, Victor einfach wegzuschicken. Immerhin war Aiden durch dessen Auftauchen so komisch. »Danke, Victor. Kannst du aus dem Keller noch schnell ein paar Flaschen Wodka, Gin und Cola besorgen? Auch der Blutwein ist alle«, bemerkte die Schwarzhaarige, und Victor nickte ihr zu, ehe er, ganz der Gentleman, den man kannte, durch eine Tür verschwand, um die besagten Flaschen zu holen. Kaum war er weg, entspannte sich Aiden sichtlich. »Danke«, murmelte er ein wenig schlaff. Für ihn war es immer extrem anstrengend, Vampiren zu begegnen, selbst wenn sie noch so nett wirkten. Aiden erstarrte einfach vor Angst. Cassandra schenkte ihm ein beruhigendes und leicht mitleidiges Lächeln. »Ja, die lieben Vampire«, dann hob sie den Kopf und zeigte in den Raum hinein. »Dort hinten gibt es einen Bereich, den Vampire nicht betreten dürfen. Vielleicht fühlst du dich dann wohler«, erklärte sie, und Aiden drehte den Blick. Es gab eine kleine Tanzfläche, eine Sitzecke und ein paar Vorhänge, welche in dem Bereich so weit abtrennten, dass man Bar und Bühne noch sehen konnte, sich aber trotzdem nicht so beobachtet fühlten. Aiden atmete erleichtert aus. »Danke«, sagte er und lächelte sie noch einmal mit einem zauberhaften, wenn auch leicht erschöpften Lächeln an, ehe er sich seinen Trink nahm und in besagte Ecke verzog. Er hätte zwar noch gern mit Cassandra gesprochen, doch erst einmal musste er sich wieder beruhigen. Shivana beendete ihr Lied und blickte auf die kleine Gruppe an jungen Frauen hinab. Sie alle waren ihrem Lied gefolgt und unwillkürlich immer näher an die Bühne herangetreten. Es war eine größere Ausbeute, als Shivana erwartet hatte. Vielleicht sollte sie das nächste Mal vorsichtiger sein. Sie trat von der Bühne und strich ihr schwarzes Kleid glatt, das passend zu ihren Haaren überall neonpinke Verzierungen aufwies. Es schmiegte sich perfekt an ihren Körper und man konnte jede ihrer eleganten Bewegungen genau sehen. Mit schwingenden Schritten trat Shivana auf eine junge Frau mit goldenem Haar zu. »Hat dir das Lied gefallen?«, fragte sie mit einer schmeichelnden Stimme, welche die Frau nur nicken ließ. Sie wirkte nicht, als wäre sie vollkommen anwesend, was Shivana ein leichtes Lächeln entlockte. »Das freut mich sehr. Sagst du mir deinen Namen?«, fragte die junge Frau mit dem pinkfarbenen Haar. Die Blonde nickte. »Naira«, war die kurze Antwort, und Shivana lächelte zufrieden. »Nun, Naira, willst du mich begleiten?«, wollte sie wissen, obwohl sie die Antwort kannte. Naira nickte und lief neben Shivana her, während beide die Bar verließen. Statt die junge Frau zu ihrem Zimmer zu führen, führte die Pinkhaarige sie in den Wald hinein, der in der Nähe des Grillplatzes lag. Naira schien dies nicht als gefährlich zu sehen und folgte der jungen Frau willig. Während sie stumm nebeneinander herliefen, schweiften Shivanas Gedanken komplett ab.
Ihre Augen betrachteten zwar noch die Umgebung und nahmen auf, wie lange es von der Bar bis zum Grillplatz war und wie weit der See entfernt war, doch gleichzeitig rekapitulierte sie auch die Begegnung mit Aiden. Er war ein interessanter junger Mann. Generell war diese Schule viel interessanter, als sie erwartet hatte. So viele Leckerbissen auf einmal hatte sie nur selten in ihrem Leben gesehen. Da meldete sich sofort ihr Körper, der nach einer Stärkung verlangte. Schnell lenkte sich Shivana ab, um nicht den Drang zu verfallen, hier und jetzt über Naira herzufallen. Naira war eine sehr leichte Beute gewesen. Shivana hatte sie weniger als eine Stunde beobachtet und kannte die Blonde jetzt schon in- und auswendig. Das war zu einfach gewesen. Solche Leute hatten meist auch keine besonderen großen Kraftreserven. Sie sollte sich vielleicht jemand suchen, der schwieriger war. Vielleicht die Schwarzhaarige an der Bar, die sie gesehen hatte. Oder Aiden. Obwohl Aiden jemand war, den sie vorher beobachten wollte. Der Vampir von der Bar kam ebenfalls in Frage. Oder die kleine schüchterne Vampirin mit den blonden Haaren, die Shivana in den Gängen begegnet war. Shivana seufzte erleichtert, als sie endlich in den Wald kam. Sie lief nicht mehr sehr weit, nur so weit, dass niemand sie mehr so leicht sehen würde. Kaum hatte sie einen guten Ort erreicht, drehte sich Shiva zu der Blonden um und küsste sie innig. Naira gab einen leicht erschrockenen Laut von sich, erwiderte den Kuss aber und schloss genüsslich die Augen. Shivana hingegen blickte sie unverwandt an, während ihre Augen dunkler wurden. Die junge Frau hob die Hand und ließ sie unter Nairas Oberteil gleiten und begann damit ihren Bauch zu streicheln, während Nairas Hände sich in Shivanas Haaren verirrten. Fast wie eine Ertrinkende drückte sich Naira an die Berührungen der Pinkhaarigen, die dies mit einem zufriedenen Lächeln hinnahm. In ihren Augen lag ein Ausdruck von Zufriedenheit, während sie ihre Hände weiter hochgleiten ließ und Naira zufrieden seufzte. Nur kurz trennte Shivana ihre Lippen von der Blonden, um dieser das Oberteil einfach über den Kopf zu ziehen. Sie hatte schon so lange nichts mehr gegessen, dass sie keine Zeit hatte, es ruhig angehen zu lassen. Normalerweise spielte sie viel mehr, doch die Reise hierher war sehr lang gewesen. Es wurde Zeit, dass sie ihre Kraftreserven wieder auffüllte, bevor sie zusammenbrach. Am Morgen waren die Gänge der Schule voller Schüler, die sich geschwind zu ihren Klassenräumen begaben. Auch Mahina war eine dieser Schüler, doch im Gegensatz zu den anderen hatte sie einen Begleiter. »Bitte lass das«, bat die junge Frau mit den dunkelvioletten Haaren vorsichtig, während sie versuchte, die Lichtkugel loszuwerden, die sie schon seit ihrem Zimmer begleitete. Hier lang«, rief die Lichtkugel und Mahinas Wolfsohren zuckten. Dieses Ding hatte eine seltsame Stimme, die ihr ein wenig in den Ohren schmerzte. Kein gutes Zeichen. »Ich habe keine Zeit«, versuchte Mahina es noch einmal vorsichtig, doch das Licht ließ einfach nicht von ihr ab. »Guten Morgen, kann ich helfen?« erklang eine ruhige, fast schon schüchterne Stimme und Mahina drehte den Kopf und entdeckte Eve. Wie immer trug sie eine sehr aufwendige Frisur und ihr Kleid war weiß, allerdings war ein Teil der Spitze heute in einem pastellfarbenen Violett, passend zu ihrem Haar. Mahina strich sich seufzend durch das Haar und richtete ihre goldenen Augen auf das Licht und dann wieder auf Eve. »Das wäre toll, ich werde es einfach nicht los«, meinte sie und klang schon leicht verzweifelt. Eve lächelte mitleidig. »Ich werde mich darum kümmern«, versprach sie, was der Furry ein Lächeln aufs Gesicht zauberte. »Hey, ihr steht im Weg«, beschwerte sich ein Mann mit grimmiger Stimme und alle beiden Frauen fuhren herum. Graue, kalt wirkende Augen waren auf Eve und Mahina gerichtet und das schwarze Haar wirkte noch ein wenig nass und zerzaust. Wahrscheinlich war Eldorin gerade duschen gewesen. »Entschuldigung«, stammelte Mahina und wollte aus dem Weg gehen, als vor ihr plötzlich etwas in der Luft erschien. Aus Reflex griff sie danach und auch Eve fing etwas auf. Eldorin hingegen sah desinteressiert interessiert zu, wie eine Zeitung zu Boden fiel. Auf der Titelseite stand ganz groß »Schülerzeitung«. »Seit wann haben wir eine Schülerzeitung?« fragte er jedoch, weil ihn das Auftauchen dieser und einfach die Tatsache, dass es eine gab, sehr verwirrte. »Keine Ahnung, seit jetzt?« fragte Eve und begann darin herumzublättern. Auf der ersten Seite stand groß eine Anzeige. »Herzlich willkommen bei der Schülerzeitung der Andalusia. Sie sind ein ziemlich neuer Club an dieser Schule und besitzen aktuell nur wenig Mitglieder und noch keinen Namen. Daher würden wir uns freuen, wenn ihr unserem Club beitreten würdet. Auch für Namensvorschläge sind wir immer offen. Ihr findet uns jeden Abend in der Sternwarte. Wir warten auf euch. Jetzt aber zu den aktuellen Themen.« Eve betrachtete das Blatt neugierig. »Eine Schülerzeitung, wie interessant.« Neugierig geworden blätterte sie um. Dabei ignorierte sie die Tatsache, dass überall in der Schule solche Zeitungen plötzlich aus dem Nichts erschienen. Auch Mahina war völlig hin und weg davon. Selbst Eldorin bückte sich und hob die Zeitung auf, um darin zu lesen. Die erste Überschrift ließ ihn sogar schmunzeln. »Lehrer für Elementarmagie jagt sich in die Luft? Misaki übernimmt den Posten? Wie lange wohl?« Das war eine sehr gute Frage. Misaki war eigentlich die Lehrerin für Metamorphomagie, doch wie es schien, hatte sie irgendjemand davon überzeugt,
doch den Posten für Elementarmagie zu besetzen. Wie Eldorin noch aus seiner früheren Schulzeit wusste, war Elementarmagie nicht gerade ein beliebtes Fach unter den Lehrern. Wahrscheinlich, weil Explosionen, Brände oder Tsunamis nicht unbedingt die Ausnahme waren. Das klingt interessant, bemerkte Eve an Mahina gerichtet. Ich denke, ich schaue mir das mal an, erklärte sie, und Mahina wirkte unschlüssig. Mal schauen, sagte sie und packte die Zeitung zusammen. Sie hatte völlig vergessen, dass sie doch jetzt Unterricht hatte. Also entschuldigte sie sich bei Eve und auch noch einmal bei Eldorin, ehe die Wolfsfury hektisch loslief, um nicht allzu spät zu kommen.